Wie der Lockdown heute schon für dich enden kann, ein interessantes und faszinierendes Thema. Smarana, schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr auf dich und auf unsere gemeinsame Zeit. Ja, gleich geht's los. Ich bin so gespannt, was du dazu sagst. Ja, da bin ich wieder, ihr Lieben. Hast du dir schon mal überlegt, dass diese Zeit jetzt gerade wie du sie erlebst, mit der vielleicht vielen Freizeit, wo du zu Hause bist und dich vielleicht ausruhen kannst oder einfach mehr Freizeit hast, wo du mehr in die Stille gehen kannst, wie du die nutzen könntest? Also, ich fühle mich überhaupt nicht im Lockdown gefangen. Ich nutze meine Zeit so mit Meditieren und beschäftige mich mit der geistigen Welt. Ich war ja schon seit vor 15 Jahren auch schon im Homeoffice tätig, also für mich ist das nichts Neues. Aber ich möchte euch das Gefühl geben, die aktuelle Energie zu nutzen, die wundervollen Portaltagsenergien, die uns ja auf die Erde gesendet werden. Und euch in dieser Energie auszudehnen und einfach auch diese Energie zu nutzen und die Zeit zu nutzen, die ihr vielleicht habt. Denn es wird alles anders werden. Es ist jetzt nicht so, dass es nochmal so wird, wie es vorher war. Es ist ein großes Umdenken angesagt. Eine große Umstrukturierung beginnt auf der Erde und wie sie letztendlich dann, wie es letztendlich wird, das weiß im Moment tatsächlich noch niemand so richtig. Aber was ich ganz genau weiß, wenn jeder für sich jetzt beginnen würde, das Beste aus dieser stillen Zeit herauszuholen, sich intensiv mit der Spiritualität befassen würde, ganz viel meditieren würde und Webinare macht zum Beispiel, dann ändert sich ja im Kopf was. Ja, dann ist man nicht mehr beeinflussbar von den Nachrichten, sondern man ist in einer schönen Welt der Spiritualität gut aufgehoben. Und das ist die Chance für uns alle, uns innerlich neu auszurichten. Und das ist ganz wichtig, dass es jeder für sich versteht und die Zeit jetzt auch nutzt. Die Politiker wissen ja gar nicht, was sie überhaupt machen sollen, wie sie weitergehen sollen. Und manche haben davon gesprochen, dass der Lockdown noch das ganze Jahr andauern wird. Also, oh je, kann ich da nur sagen. Aber was ich auch dazu sagen kann, es ist die Zeit des Umbruchs. Und wir für uns, jeder Einzelne, kann diese Zeit, diese Lockdown-Zeit sofort beenden, indem er sich neuen Ebenen, neuen Bewusstseinsebenen widmet, die anschaut, eintaucht und die Zeit einfach sinnvoll nutzt für das spirituelle Weiterkommen. Ich muss schnell mal was trinken. Ich habe gerade so einen trockenen Hals. Also es geht darum, tatsächlich die Zeit zu nutzen, die wir plötzlich haben, die Energien zu nutzen von den Portaltagen, weil die geistige Welt sendet uns ja speziell für unsere Bedürfnisse abgestimmte Zeitenergien. Und da wären wir wirklich also schon dumm, wenn wir die nicht nutzen würden. Also diese Unterstützung ist da von der geistigen Welt. Und wenn wir dann die Zeit nutzen, die Stille nutzen, in uns zu gehen, uns neu auszurichten und auch schöne Dinge für uns machen, eben andere als wie wir es gewohnt sind, einfach mal ein bisschen umdenken, so für uns, dann ist der Lockdown weg. Dann bist du raus aus diesem Karussell der Angst, die ja laufend oder der Beeinflussung. Es ist ja eine Beeinflussung, was da versucht wird, aber dann bist du raus. Du kannst dich
jederzeit dem entziehen, wenn du einfach nur auf die schönen Dinge achtest im Leben. Jetzt war so viel schöner Schnee, es hat so eine Freude gemacht, das Wetter zu betrachten, die Bäume zu betrachten, die Tannenbäume und zu schauen, die Sonne hat geschienen, das war wundervoll. Und wenn du solchen Dingen mit einer Achtsamkeit begegnest, wirst du für dich feststellen, dass das dir ganz viel Kraft gibt. Viele Menschen sind vielleicht im Moment müde, haben Gliederschmerzen und sind vielleicht auch ein bisschen down mit der Stimmung. Wenn du da dazugehörst, dann empfehle ich dir dringend, geh spazieren, richte deinen Geist neu aus. Hilfe von den höheren Dimensionen ist auf jeden Fall da. Hilfe und Unterstützung ist da und das ist einfach eine Umstrukturierung im Moment von der ganzen Erde. Und diese Umstrukturierung nimmt natürlich, ja, durch die, wie soll ich das jetzt ausdrücken, die bringt viele Veränderungen, will ich es mal so sagen. Und wir haben ja schon einiges jetzt durch, es dauert ja schon über ein gutes Jahr und ich kann euch sagen, wenn ich da so reinhöre in die geistige Welt, es wird noch viel länger dauern. Der ganze Prozess fängt jetzt erst an. Es ist also nicht so, dass falls irgendwann mal der Lockdown zu Ende ist, dass es dann so bleibt. Es wird nicht mehr anders wie früher. Es wird nicht mehr so. Es bleibt auch nicht mehr so. Es sind neue kulturelle Strukturen nötig, es sind neue wirtschaftliche Strukturen nötig. Es wird sich alles ändern. Und damit du tatsächlich da nicht so sehr mit davon eingenommen wirst, gibt es Hilfe vom Universum und gibt es immer wieder diese Energien der Neuausrichtung, sodass du in deiner Kraft bist und dich in deiner Mitte fühlst und nicht vergisst, dass du Gottes Liebe in dir trägst. Und das ist die Stärke, die hat jeder Mensch. Und daran kann niemand was ändern. Da kann die Situation im Außen so schlimm sein wie nur was. Wichtig ist es, dass du das erkennst und deine göttliche Flamme, die Zugehörigkeit zu Gott, diese Liebe, wenn du die wachsen lässt, dann bist du gefestigt und stark. Und dann hört für dich der Lockdown schlagartig auf. Also das heißt, wir brauchen einfach den Mut, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, selbst neu zu strukturieren. Diese neue Strukturen, die sich so anpassen, dass es uns eben einfach gut geht. Und dass wir so in unserer Mitte bleiben, dass wir nicht vom Kollektiv, von diesen vielen hindernden Energien uns beeinflussen lassen, sondern tatsächlich andere Wege gehen, andere Formen der Gemeinschaft finden, um einfach da unsere Kraft auch herauszuschöpfen und auch weiterzugeben. Ich sehe da immer wieder diese Bilder, und wenn ich auch jetzt gerade noch mal nachfrage, ich sehe diese vielen verschiedenen Menschengruppen, die sich tatsächlich bilden, die auch Lebensgemeinschaften, große Gruppen, das sind jetzt nicht nur 10 oder 20, sondern größere, also es gibt auch alle Größen, die sich zusammentun und dadurch eine Gemeinschaft, eine Kraft entwickeln. Und wie, das sind so wie so Inseln. Und wenn du das für dich, du kannst auch so eine Insel in deinem Inneren aufbauen, wenn du das für dich erkennst und da deinen Weg findest, dann bist du sofort raus aus der Energie, aus dieser schweren Energie, welche im Moment im Kollektiv fließt. Und da dazu bekommst du Unterstützung von der geistigen Welt, weil die geistige Welt beobachtet uns ja. Die beobachtet alles, was wir tun und Gott hat seinen Plan. Er hat seinen Plan und er weiß ja genau, was er will und sendet dazu unterstützende Energien. Das Einzige, was wir tun müssen, in dem Fall uns dem öffnen, um diese Energien auch zu bekommen.
Also es ist die Zuwendung zur göttlichen Liebe, ist das, was uns weiterbringt. Alles andere sind Vorstufen. Das ist das Schwerste für die Menschen, das zu erkennen, weil die Gesellschaft ja schon ewig lange immer mehr weg von Gott gegangen ist. Wobei Gott uns ja erschaffen hat. Gott ist derjenige, der bestimmt, der uns führt. Also hat es gar keinen Sinn, diesen alten Weg weiterzugehen, sondern tatsächlich sich mal umzudrehen und mal zu gucken, wo stehe ich jetzt genau in meinem Leben? Wo ist der Punkt? Wie geht mir es gerade? Bin ich von der Wirtschaftskrise betroffen? Habe ich neue Perspektiven? Wo sind meine Stärken? Was ist meine Orientierung, meine Neuorientierung? Wo möchte ich hin? Dabei muss man wissen, dass das Alte, so wie es war, nicht zurückkommen wird. Wenn du an Altem festhältst, wirst du nicht weiterkommen. Und das ist der Punkt. Und dazu ist es einfach nur so, dass man sich dem Neuen öffnen muss und neu alles überdenken sollte, was man tut, um einen neuen Weg zu finden. Und diese neuen Wege gibt es mannigfaltig. Es gab ja, wenn du die Geschichte mal so ein bisschen betrachtest, schon immer Einschnitte, wo sich alles geändert hat. Ja, wo plötzlich ganz viele technische Neuerungen kamen und es dadurch viele Arbeitslosen gab, aber dafür eine neue Technologie, wo alles umstrukturiert wurde. Jetzt haben wir das eben, wo die ganze Gesellschaft umstrukturiert wird, wo die Wirtschaft sich ändern muss, wo die Politik sich ändern muss, wo die Finanzen sich ändern muss. Also alles muss sich ändern, damit es der neuen Zeit angepasst ist. Und du für dich kannst das jetzt schon beginnen, für dich so ausrichten, dass du gut durch diese Zeit kommst und dass du da deinen neuen Weg findest. Und auch, dass du das Leben so sehr genießen solltest, wie du nur kannst, weil mit diesem Genuss kommt so eine Freude auf und mit der Freude kommt viel Kraft und Kraft ist wichtig in der jetzigen Zeit. Ganz, ganz wichtig. Und ich frage mal nach, was die geistige Welt uns rät, wie wir am besten, ich bekomme schon Antworten. Es wird nachher im Channeling eine Energie geben, die es uns möglich macht, genau unsere Visionen zu finden, diese Wege zu finden, die uns erstens sicher machen, die uns Kraft geben und die uns unsere Ziele richtig fühlen und sehen lassen und die uns dann auch die Kraft geben, weiterzugehen und uns vollkommen, ja, voller Vertrauen wird jetzt gesagt, in die neue Energie hineinbegeben. Also es ist wichtig, auszutreten aus der Corona-Angst, aus dem Corona-Gefüge. Corona beherrscht die ganze Welt. Das wurde ja auch schon vorausgesagt in der Bibel, dass sowas geschehen wird. Und es nimmt alles seinen Lauf. Es ist jetzt nicht so, dass es was Neues wäre, was geschieht. Es steht so geschrieben, es wurde so geschrieben. Und wenn du das alles liest, wenn du da dich mal drum gekümmert hast, dann wirst du vielleicht ganz still und überlegst, ui, wo stehe ich, was kann ich tun? Wie geht es denn überhaupt weiter für die ganze Menschheit? Und da möchte ich euch gerne unterstützen jetzt mit dem kommenden Channeling, einfach damit ihr mehr Kraft habt und sich die göttliche Flamme noch mehr ausbreiten kann in dir, dass die göttliche Anbindung noch mehr gefestigt wird und dass du jetzt dann genau weißt, okay, ich mache jetzt in Zukunft nur noch dies oder das. Das ist mein neuer Weg und so komme ich durch und so hört für mich
der Lockdown einfach auf. Ich habe meine eigene Welt gefunden. Dass du in so ein Gefühl kommst und dann auch mit diesem Gefühl tätig werden kannst. Und das ist die Kraft, die in jedem Menschen steckt. Und die möchte ich gerne heute mal so richtig anfeuern und euch Unterstützung geben. Und ich habe euch auch alle richtig, richtig lieb. Ja, und dann fangen wir jetzt gleich mal an mit der wundervollen Meditation. Ich freue mich darauf. Bis gleich. Die Energie zieht schon ein oder sie war vorhin ja auch schon da. Ganz viele Engel haben sich versammelt und ich sprühe mich jetzt mit meinem Ursprungslicht ein. Und ich bitte um die Energie des Schutzes für mich und für alle hier Anwesenden. Und im gleichen Moment breitet sich die Energie des Schutzes aus, strömt zu dir, hüllt dich ein. Und so rufe ich die Boten Gottes. Ich rufe die himmlischen Wesen, die Boten Gottes, und ich bitte alle Boten Gottes, uns jetzt zu unterstützen. Und ich bitte darum, um die höchsten göttlichen Energien, dass sie durch mich zu dir geführt werden. Smarana, geliebtes Menschenkind, wir hüllen dich ein mit Gottes Liebe und Gottes Licht. Und wir bitten dich, dein Herz zu öffnen, damit diese Energien dich ganz tief berühren mögen. Erlaube dir, dich so weit wie möglich auszudehnen und fallen zu lassen. Denn je entspannter du bist, umso tiefer können wir in dir wirken. Und so sind Gottes Boten heute zu dir gekommen, um dich zu unterstützen in dieser schwierigen Zeit. Wir bitten dich nun, das goldene Licht der Smarana-Energie einzuatmen und zu fühlen, wie dich dieses Licht ausdehnt. Und wir bitten dich nun, dich von deiner Seele führen zu lassen, denn die Boten Gottes haben für dich etwas vorbereitet. Und so führt dich deine Seele durch deinen Seelengarten, über die wundervolle Wiese mit den bunten Blumen, mit den Schmetterlingen und Bienen und den Bäumen auf der rechten Seite, wo die Vögel zwitschern. Spüre, wie die Sonne deine Haut erwärmt und wie der Wind sanft durch deine Haare weht. Deine Seele führt dich auf dem Weg weiter hinauf auf einen Hügel. Und dort oben angekommen, findest du ein Plateau. Und dieses Plateau ragt wie ein großer Felsen
hinaus. Und wenn du magst, kannst du dich ganz vorne an das Ende der Felsspitze stellen. Und wenn du nun deinen Blick nach unten gleiten lässt, wirst du erkennen ein großes, wundervolles Tal mit Bäumen, mit Steinen, mit Tieren. Und wenn du weiter guckst, siehst du eine wundervolle Landschaft vor dir entstehen. Und wenn du nun den Blick gerade ausrichtest, wirst du eine Kugel der Liebe entdecken. Diese Kugel der Liebe, sie schimmert sanft in einem hellen Schein und sie befindet sich direkt geradeaus vor dir. In dieser Kugel wirst du genau das finden, die Energie oder die Bilder finden, welche jetzt wichtig für dich sind. Vielleicht hast du einen Wunsch in dir oder eine Frage, was auch immer es ist. Du wirst ein Gefühl dafür bekommen, was die Antwort sein könnte. Und nun lasse diese Kugel zu dir kommen. Sie wird langsam größer, bis sie ganz nah vor dir schwebt und so groß ist wie du, ein bisschen größer. Und nun lege deine Hände auf die Kugel, damit sie sich öffnet und du eintreten kannst. In dieser Kugel befindet sich ein großer Bildschirm. Ein riesengroßer Bildschirm. Und wenn du dich nun ganz still hinsetzt, diesen Bildschirm betrachtest und die Bitte aussprichst, es möge dir gezeigt werden, was jetzt für dich der nächste Schritt ist, dann wirst du entweder Energien, Gefühle oder Bilder empfangen. Nehme dir dazu etwas Zeit und lasse die Energien auf dich wirken. Ich unterstütze dich mit Hilfe der Boten Gottes, mit der Energie der Liebe, welche jetzt zu dir fließt. Alles, was du wahrgenommen hast, ist deine Wahrheit, ist die Sprache deiner Seele. Und all dies, was du gesehen oder gefühlt hast, gehört dir ganz allein. So werden sich die Energien, welche im Moment noch um dich herum, oben und unten dich einhüllen, diese Energien werden sich nun mit deinem Lichtkörper verbinden. Sie werden durch die schönen, weißen, silbernen Fäden in deinem Lichtkörper fließen und sie werden
jede einzelne Schicht durchdringen mit ihrer Energie der Liebe. Dein Lichtkörper wird ausgedehnt und erhöht. Er wird jetzt angepasst an die neue Zeit. Lasse dies geschehen, denn die energetische Ausrichtung ist die Grundlage vom höheren Bewusstsein. Und so arbeiten jetzt die Boten Gottes in deinem Lichtkörper, um es dir leichter zu machen, deinen Weg in dieser anstrengenden Zeit zu finden. Sie reparieren da und dort, wo etwas geändert werden muss. Sie bringen deinen Lichtkörper in die göttliche Ordnung. Lass es ruhig geschehen, denn es geschieht in einem göttlichen Auftrag, gerade jetzt für dich. Und die Energien der Portaltage werden es dir möglich machen, dich auszudehnen und sicher zu werden, dir Klarheit zu bringen über das, was jetzt wichtig für dich ist. Und so lasse alles geschehen. Es geschieht voller Liebe für dich. Die Strukturen werden neu geordnet. Dein Lichtkörper wird ausgedehnt. Und deine Aura wird gereinigt. Gereinigt von allen hinderlichen Energien, welche du unbeabsichtigt aufgenommen hast. Spüre, welch wundervolle Energie durch dich fließt. Und spüre, wie sich deine Seele ausdehnt, wie es ganz leicht für dich wird. Nach einer Weile löst sich diese riesengroße Kugel auf, denn alle Energien wurden dir übertragen, welche heute wichtig für dich sind. Und du stehst nun immer noch auf dieser Felsspitze, auf diesem Vorsprung und schaust dir die Landschaft an. Und vielleicht hat sich etwas verändert. Vielleicht kannst du dich erkennen, wie du einen neuen Weg gehst, wie du in deiner Kraft gewachsen bist und deine Klarheit sich neu ausrichtet. Und nun fühle Gottes Liebe in deinem Herzen. Denn die Energien aus dieser großen Kugel haben deine göttliche Flamme entfacht. Sie haben sie mit Gottes Liebe genährt, sodass du die Anbindung spürst und dir bewusst wirst, dass du ein Kind Gottes bist. Nehme einen tiefen Atemzug, um dies noch einmal nachzufühlen. Denn nun bringt dich deine Seele wieder zurück in dein Hier und Jetzt. Du bist vollkommen neu ausgerichtet und gestärkt. Deine Strahlkraft hat sich um ein Vielfaches vergrößert. Und so nimm all diese Energien mit zu dir nach Hause. Ich bedanke mich voller Liebe und Achtsamkeit bei den Boten Gottes für diese wundervolle neue Ausrichtung.
Und ich bedanke mich bei dir, dass du heute hier warst. Dann öffne deine Augen und regle dich. Komm wieder ganz hier an. Mit diesem Bewusstsein, mit dem ganz tollen neuen Bewusstsein, dass etwas Großes für dich geschah. Und schon hat der Lockdown keine große Bedeutung mehr. Und schon weißt du ein bisschen mehr, was für dich jetzt wichtig ist. Und du besitzt auch die Kraft, diese Kraft, einen neuen Weg jetzt zu gehen. Oder ein neues Ziel, auf ein neues Ziel hinzuarbeiten. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit, voller Klarheit. Ich wünsche mir auch, dass es dir gut geht, sehr gut geht und du deinen eigenen Weg findest in dieser schwierigen Zeit. Ich wünsche mir, dass es dir gut geht und ich hab dich so lieb. Bis zum nächsten Mal. Noch eine Umarmung. Tschüss.